bin Marina Simanski aus der Volkshochschule in Wolfsburg und aktuell leben wir in sehr herausfordernden Zeiten. Da ist es dennoch wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen und achtsam mit uns selbst umgehen. Aus diesem Grund habe ich meine langjährige Kursleiterin Anke Rusch gefragt, ob sie heute gemeinsam mit uns eine Yoga-Einheit durchführt und noch eine Meditation macht. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Anke, Yogalehrerin der Volkshochschule in Wolfsburg und es folgt jetzt eine Yoga-Einheit. Gerne möchte ich noch ein paar Worte zum Yoga sagen. Yoga kommt aus Indien, ist ca. 3500 Jahre alt und ja, aber erst 600 nach Christi entstand der körperorientierte Yoga und ca. seit 100 Jahren ist es hier im Westen angekommen. Das, was wir hier üben, ist meistens der sogenannte Hatha Yoga, also ein körperorientierter Yoga. Und ja, es heißt so viel wie Kraft und sich bemühen. Dann haben wir noch zwei Silben, Hatha. H ist die Sonne, eine männliche Energie, Kraft und erhitzend. Und wir haben Tha, das ist die weibliche Energie, kühlend. Und beide Anteile haben wir in uns. Und manchmal sind sie, oder vielleicht auch häufiger, nicht in der Balance. Es überwiegt ein Teil, entweder die männliche, weibliche Energie oder dauerhaft eine Energie. Und Yoga heißt jetzt verbinden, anjochen. Also wir verbinden beide Anteile miteinander und bringen sie in Balance. Ja, wichtig ist, wenn wir jetzt Yoga üben, dass du auch weißt, wenn du körperliche Beschwerden hast, Einschränkungen hast oder Schmerzen oder akute Beschwerden, dann es lieber sein zu lassen und das muss vorher erstmal mit dem Arzt abgeklärt werden. Und ansonsten üben wir Yoga, das sind die sogenannten Asanas, die Körperübungen, immer ohne Leistungsgedanken, also immer so, wie es gerade heute ist, wird geübt, so wie es also ja, gerade möglich ist. Yoga unterstützt das Immunsystem. Auch gerade in unseren herausfordernden Zeiten mit diesem Virus ist es wichtig, unser Immunsystem zu stärken. Wir regen den Stoffwechsel an, der Körper wird gut durchbewegt. Und ein Ziel im Yoga ist es auch, den Geist in die Ruhe zu führen. Das heißt Chitta Vritti Nirodha, also den Geist in die Ruhe zu führen. Viele haben Sorgen, vielleicht sogar Existenzängste, Homeoffice mit Kinderbetreuung, haben Angst um die eigene Gesundheit oder die der Angehörigen. Die Sorgen gehen jetzt nicht weg mit dem Yoga, dennoch ist es so, dass sie im Geiste für eine Zeit Abstand gewinnen. Und es hilft uns, gelassener zu sein, Zuversicht zu bekommen und uns ja, Kraft und Energie zu schenken. Du bist gut aufgerichtet, auf deinem Platz, an deinem Ort, entweder im Sitzen, auf einem Stuhl oder am Boden, auf dem Schneidersitz oder auch im Langsitz, je nachdem, wie es dir angenehm ist. Wenn du magst, dann schließt du die Augen. Wenn du die Augen offen lässt, schaust du auf einen festen Punkt, der nicht wichtig ist. Mach dir bewusst, welche Gedanken da sind. Was geht dir durch den Kopf? Gerade in diesen Zeiten, die so herausfordernd für uns sind. Was beschäftigt dich? Nimm es bewusst wahr, ohne zu beurteilen. Yoga bewertet nicht. Es ist einfach so, wie es ist. Der Atem kommt und geht ganz in deinem Rhythmus. Spüre noch einmal in deiner Aufrichtung. Die Schultern sind hinten unten und das Kinn etwas zurückgenommen. Dann stelle dir kleine weiße Wolken am Himmel vor, die vorüberziehen.
stell sie dir bewusst vor. Und das, was dich beschäftigt, zieht mit dieser Wolke davon. Es ist ein Kommen und Gehen. Lass sie ziehen. Es gibt jetzt nichts Wichtigeres, als hier zu sein und loszulassen. Und du spürst, dein Atem, wie er kommt und geht, ganz in deinen Rhythmus. Und denkst beim Einatmen das Wort Einatmen und beim Ausatmen das Wort Ausatmen. Es unterstützt dich dabei, ganz im Hier und im Jetzt anzukommen. Denn der Atem fließt niemals vorhin und niemals nachher. Einatmen denken, ausatmen denken. Und wenn du magst, dann legst du eine Hand auf den Unterbauch und eine Hand auf den Brustkorb und spürst deinen Atem, wie er kommt und geht. Und wo spürst du die Atembewegung deutlicher? Im Brustkorb oder im Bauchraum? Nimm es wahr, ohne zu beurteilen. Du nimmst wahr wie ein fremder, freundlicher Beobachter. Und mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr hier an. Nimmst Abstand zu den Gedanken des Alltags. Du löst die Hände und atmest tief durch. Du löst den Schneidersitz auf oder wenn du auf dem Stuhl gesessen hast, stehst du auf und legst dich in die Rückenlage auf eine vorbereitete Matte oder Decke. Ganz achtsam in die Rückenlage. Streckst die Beine aus. Die Füße sind sanft nach außen geneigt, die Arme entweder neben dem Körper oder auf dem Bauch. Und der Kopf ruht in der Mitte. Shavasana, die Rückenlage. Alle Yoga-Positionen haben ein Sanskrit-Namen, das ist eine indische Hochkultursprache, die nicht mehr gesprochen wird. Und diese Rückenlage heißt Shavasana. Die ideale Lage, um zu entspannen, da hier in dieser Position die Energien frei fließen. Ganz klassisch im Shavasana sind die Handflächen, die Hände etwas vom Körper weg abgelegt, mit den Handflächen nach oben. Spüre dich ein, spüre den Kontakt zum Boden. Die Füße sind ganz locker und sanft nach außen geneigt. Spüre die Unterschenkel, die Oberschenkel. Beide Beine liegen locker und entspannt da. Spüre die Gesäßmuskeln, das Becken, den Beckenraum, wenn du magst. Das Becken sinkt bodenwärts,
Der untere Rücken schmiegt sich dem Boden an. Und spüre in deinen Rücken hinein. Nimm die sanfte Doppel-S-Form der Wirbelsäule wahr. Stell sie dir vor und entspanne die großen Rückenmuskeln links und rechts neben der Wirbelsäule. Spüre zum Bauchraum. Spüre die Atembewegung im Bauchraum. Nimm den Brustkorb wahr. Spüre die Atembewegung im Brustkorb. Die Schultern sind locker, sinken bodenwärts. Spüre die Oberarme, die Unterarme, die Hände. Sie ruhen aus. Beide Arme liegen locker und entspannt da. Spüre zum Halswirbelbereich. Der Halswirbelbereich ist entspannt, weil du das Gewicht deines Kopfes dem Boden überlässt und der Kopf ruht in der Mitte. Und stell dir vor, dein Geist lehnt sich zurück und ruht sich aus. Entspanne ganz liebevoll dein Gesicht. Die Zunge ist gelöst im Mundraum. Die Zahnreihen sind locker aufeinander. Und der Mund ist leicht geöffnet, kann entspannen. Du brauchst die Zähne nicht mehr zusammenzubeißen. Der Unterkiefer ist entspannt. Die Wangen. Und vielleicht auch die Nasenflügel. Die Muskulatur zwischen den Augenbrauen ist gelöst. Entspanne die Augenpartie. Und die Stirn ist glatt und entspannt. Und spüre noch einmal in deinen Körper hinein, ob es noch irgendwo Anspannung gibt. Dann nimmst du es wahr, ohne zu beurteilen. Es ist einfach so, wie es ist. Und dann atmest du wieder tiefer durch. Atmest noch einmal tief durch und beginnst mit lösenden Bewegungen. Beginnst dich zu strecken und zu recken. Ziehst die Beine auf den Bauch, die Hände zu den Knien und du schaukelst von links nach rechts ganz sanft. Die sanften ersten Bewegungen. Nimmst den Kopf mit nach links und rechts. Und du schaukelst weiter, Becken, Beine in die eine Richtung und der Kopf in die andere Richtung. Kommst in der Mitte zur Ruhe und setzt die Füße auf den Boden ab. Faltest die Hände unter dem Kopf. Atmest ein. Ausatmen, Beine nach links sinken lassen und den Kopf nach rechts drehen. Zur Mitte zurück ein. Beine rechts, Kopf links und ausatmen. Und weiter für dich. Zur Mitte ein. Die Seiten wechseln aus. Hier wird die Wirbelsäule einmal komplett in sich gedreht. Das ist das Krokodil Nakrasana oder Makrasana. Alle Yoga-Stellungen haben einen Sanskrit-Namen. Kommst in der Mitte zur Ruhe, löst die Hände, legst die Arme neben dem Körper ab, die Füße hüftbreit, nah am Gesäß aufstellen. Die Unterschenkel sind senkrecht zum Boden, Füße parallel, Knie parallel.
Es folgt die Schulterbrücke. Gleich wollen wir den Oberkörper anheben, sodass der Oberkörper vom Knie bis zu den Schultern eine Linie bildet. Zunächst atmest du ein, vollständig aus, die Fußsohlen kräftig zum Boden drücken, Becken und Oberkörper anheben, so weit wie es dir möglich ist. Und langsam ausatmend wieder abrollen. Wirbel für Wirbel. Vollständig ausatmen. Und wieder einatmen, von neuem beginnen, so weit wie es dir möglich ist. Schultergürtel bleibt locker und langsam ausatmend wieder herunter. Und weiter im eigenen Atemrhythmus. Yoga sind die sogenannten Asanas, die Körperstellung in Verbindung mit dem Atem und die Entspannungstechniken. Noch einmal. Die Schulterbrücke Dvipadampitamasana. Du ziehst beide Beine auf den Bauch, die Hände zu den Knien und du schaukelst sanft nach links und rechts als Ausgleich. Yoga ist der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Du kommst in der Mitte zur Ruhe, ziehst die Beine fest heran, den Kopf anheben und weiter atmen, ein Ausgleich zur Schulterbrücke. Und wieder ablegen, die Füße absetzen, Arme ablegen. Das rechte Bein nach oben strecken, Fußsohle zur Zimmerdecke und wieder herunter. Und wechseln, strecken, einatmen. Absetzen, ausatmen im Wechsel. Die Beinrückseiten werden gedehnt. Und spüre den Kontakt zum Boden des Rückens, wie er aufliegt. Einatmen, strecken. Ausatmen, absetzen. Dann streckst du die Beine aus, einzeln über die Außenkante des Fußes. Das rechte Bein gestreckt anheben mit der Fußsohle zur Zimmerdecke und wieder ablegen. Und wechseln das linke Bein und wieder ablegen. Im Atemrhythmus einatmend anheben. Und ausatmend ablegen. Das ist eine Dreiecksvariante, dynamisch geübt im Atemrhythmus. Supta Trikonasana. Das linke Bein beendet. Mal tief durchatmen. Noch einmal das rechte Bein anheben. Es bleibt oben. Der Endpunkt ist so, dass das Knie über dem Hüftgelenk steht. Zehenspitze Richtung Schienbein ziehen. Wenn es gestreckt nicht möglich ist, das Knie etwas anbeugen. Oder wenn du merkst, es zittert zu viel. Und wieder ausatmen und ablegen. Das linke Bein. Zehenspitze Richtung Schienbein ziehen, wenn es gestreckt nicht möglich ist. Knie etwas anbeugen, Knie steht über dem Hüftgelenk. Atme nicht vergessen. Und wieder ausatmen und ablegen. In den Körper hineinspüren. Füße locker lassen. Gerade in der Rückenlage sind Veränderungen des Körpers am deutlichsten zu spüren. Und das Nachspüren ist im Yoga genauso wichtig wie die Asana selbst. Dann atmest du wieder tiefer durch. Stellst die Füße auf.
kommst über die Seite, rückenschonend nach oben zum Sitzen. Die Füße mehr als hüftbreit absetzen, die Hände zum Schienbein. Der Rücken ist rund, Kopf locker lassen. Und dann gibst du etwas Druck durch die Hände zu dem Schienbein und ziehst dich nach oben in die Länge, atmest ein, Schultern hinten unten, Kinn zurücknehmen und wieder ausatmen, locker lassen. Und strecken, einatmen und locker lassen. Spür die Flexibilität deines Rückens. Und wieder in die Streckung und hier bleiben und weiter atmen. Aus der Komfortzone. Die Schultern hinten unten. Kinn zurücknehmen. Weiter atmen. Und locker lassen. Die Hände lösen, beide Beine zurückbringen. Wir kommen weiter in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter den Schultern, die Knie unter die Hüftgelenke und somit bilden Hände und Knie ein gleichmäßiges Rechteck. Spannung aus den Ellbogengelenken, indem wir sie nach links und rechts zeigen lassen. Nach vorne schauen, Schultern von den Ohren weg, einatmen und ganz rund werden, ausatmen. Die Katze strecken, einatmen und rund ausatmen. Ganz klassische Übung im Yoga, die Katze Chakravakasana. Einatmen, rund ausatmen. Wenn du Probleme mit den Knien hast, kannst du es auch gerne abpolstern. Bei Problemen mit den Handgelenken gerne Fäuste machen. Und wieder strecken, auf die Fersen setzen, Stirn zum Boden, das zusammengerollte Blatt. Klassisch sind die Arme hinten, die Hände neben den Füßen. Wenn es so nicht möglich ist, dann gerne die Hände nach vorne, Fäuste machen und die Stirn auf diesen Fäusteturm ablegen. Die Hände wieder absetzen, aufrichten in den Fersensitz, die Arme nach vorne strecken und die Handgelenke lockern. Somit regen wir den Stoffwechsel in den Handgelenken an. Und nochmal ausschütteln, die Hände auf die Schultern und kreisen. Und in die andere Richtung. Und locker lassen, ausschütteln, erneut in den Vierfüßlerstand. Hände wieder unter den Schultern, Knie unter den Hüftgelenken. Das rechte Bein parallel zum Boden ausstrecken, nach vorne schauen, einatmen. Und das Bein angewinkelt unter den Bauch ziehen, Stirn Richtung Knie und ausatmen. Strecken, einatmen. Rund ausatmen und weiter strecken ein und rund aus. Und das Bein nur parallel zum Boden ausstrecken, das Becken bleibt parallel zum Boden ausgerichtet. Und absetzen und wechseln, strecken ein, rund aus. Strecken, einatmen und aus. Die Katze streckt das Bein. Ein und aus.
und wieder absetzen. Erneut in die Ruhehaltung, zusammengerolltes Blatt, dann wieder Arme nach hinten. Oder die Hände vorne lassen, der Fäuste, Turm, Stirn ist abgelegt. Erneut in den Vierfüßlerstand. Es kommt eine Gleichgewichtshaltung. Hände wieder unter den Schultern, Knie unter den Hüftgelenken. Den rechten Arm strecken und das linke Bein. Eine diagonale Bewegung. Der Blick geht nach unten. Halten und atmen. Lange Muskelketten sind aktiv. Atem fließen lassen. Und wieder absetzen, zwischenatmen. Linker Arm, rechtes Bein nach unten schauen, weiter atmen. Na, ihr merken wir, das Gleichgewicht ist gefordert. Eine Überkreuzbewegung. Alle Überkreuzbewegungen gehen sofort ins Gehirn. Also linke und rechte Gehirnhälfte müssen zusammenarbeiten. Und wieder absetzen. Und erneut in dieses zusammengerollte Blatt, diese Ruhehaltung. Und wieder die Hände vorne absetzen, das Gesäß etwas anheben. Die Zehenspitzen aufstellen, einen kleinen Schubs für die Hocke. Dann das Gewicht auf die Hände bringen, das Gesäß anheben, die Fußsohle zum Boden, die Hände lösen und langsam aufrichten und zum Schluss den Kopf anheben. Ich drehe mich einmal zur Mitte zurück. Genau. Nimmst die Hände in die Gebetshaltung. Namaste. Streckst die Arme nach oben, öffnest die Arme, eine leichte Rückbeuge, Mund leicht öffnen, um den Kehlkopf zu entlasten, ja, die Vorderseite deines Körpers aufspannen, die Knie anbeugen, leicht anbeugen, Arme herunter, die Arme überkreuzen, eine Faust machen, runder Rücken, Kopf locker nach vorne. Wir richten uns wieder auf, die Arme jedoch seitwärts am Körper, die Handflächen öffnen, Daumen wegstrecken, Schultern hinten, unten. Wir öffnen uns wieder und wieder schließen, rund werden, ausatmen, öffnen, einatmen und aus, überkreuzen. Jetzt in die Waagerechte mit den Armen, weit werden, Handflächen nach vorne, Daumen wegstrecken, einatmen und ausatmen. Öffnen, waagerecht, ein und aus. Ganz nach oben die Arme, einatmen. Und rund aus. Noch einmal ganz nach oben ein. Über die Seite herunter. Ausatmen. Und einmal Arme und Beine ausschütteln. Das Gewicht der Beine wahrnehmen, das Gewicht der Arme wahrnehmen. Becken schütteln, Schultern, Kopf bewegen. Gerne ein bisschen hüpfen und schnaufen. Locker lassen. Wunderbar. Es folgt ja ein Ablauf, Ankommen in der Körperachse, eine ganz sanfte Abfolge, ja, die sehr gut ja, praktisch alleine geübt werden kann als Abfolge oder auch sehr gut vorbereiten für weitere Asanas. Die Füße sind hüftgelenkbreit aufgestellt, also so, dass eine Fußbreite Platz ist. Etwas Spannung aus den Kniekehlen, gut aufgerichtet. Die Schultern hinten unten, Namaste. Die Arme nach oben strecken, den linken Arm herunter und nach links neigen.
Hier ist es wichtig, aus dieser geraden Position in die Seitposition, würde ich das also wegdrehen, sondern in dieser Position aus der geraden Position in die Seitposition und wieder zurück zur Mitte. Den rechten Arm herunter und nach rechts neigen. Und zur Mitte zurück. Die Ellenbogen nach hinten unten, die Handflächen zueinander nach links drehen. Zur Mitte zurück, nach rechts. Zur Mitte zurück, nach oben strecken, leicht in die Rückbeuge, Mund leicht öffnen, den Kehlkopf zu entlasten, in eine Vorbeuge bis in die Hocke, runder Rücken, Kopf locker nach vorn. Und wieder aufrichten, nach oben strecken, über die Seite wieder herunter. Wenn die Hocke jetzt nicht ganz möglich ist, kann sie auch angedeutet werden, dann in dieser Position. Du übst sowieso, wie es heute für dich gerade gut ist, völlig ohne Leistungsdruck. Und wenn wir Schmerzen haben, dann genau hinspüren, ob das so gut ist und sonst natürlich auch ärztlich abklären. Und nach oben strecken. Linken Arm herunter, nach links neigen, zur Mitte zurück, nach rechts neigen, zur Mitte zurück, Ellenbogen hinten unten, Handflächen zueinander, nach links drehen und zurück, nach rechts und zurück in eine Rückbeuge. Vorbeuge, so wie es heute geht, bis in die Hocke und wieder nach oben strecken, über die Seite herunter. Ich leite es jetzt im Atemrhythmus an und du schaust für dich, ob das so möglich ist oder ob das zu viel ist von der Anleitung. Dann atmest du so wie eben gerade, da hast du auch geatmet. Nach oben strecken, einatmen, nach links neigen, ausatmen. Und zur Mitte ein, nach rechts aus. Zur Mitte ein, Ellenbogen hinten unten aus, links ein, aus, ein, aus. Rückbeuge ein und Vorhocke aus. Nach oben ein. Und aus. Eine letzte Runde. Ein, Arme nach oben, links aus. Und zurück ein und aus. Ein und aus. Drehung links ein, aus. Ein, aus. Rückbeuge ein und vor aus. Und wieder hinauf ein und aus. Und stillstehen, wenn du magst, schließt du die Augen. Wenn sie geöffnet bleiben, schaust du auf einen festen Punkt. Und vielleicht stellt sich eine Eigenschwingung ein und ihr gibst du nach. Bist fest verwurzelt und dennoch schwingend im eigenen Rhythmus. Yoga schenkt dir Stabilität, Aufrichtung, fest verwurzelt sein, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Du lässt dich sozusagen schwingen. Kommst in der Mitte zur Ruhe, atmest tief durch und schüttelst dich noch einmal aus, alles lockern. Und wieder den Stand aufbauen, das hat immer alles gleiche Wertigkeit. Also die Vorbereitung einer Asana, das Hineingehen, das Halten und auch wieder das Hinausgehen und auch das Nachspüren. Es folgt Vrikshasana, der Baum. Füße parallel, Hüftgelenk breit,
Etwas Spannung aus den Kniekehlen. Gut aufgerichtet, die Schultern hinten unten und das Kinn etwas zurücknehmen, sodass der Hinterkopf die Verlängerung der Wirbelsäule ist. Du nimmst die Hände in die Gebetshaltung. Namaste. Das heißt so viel wie: Ich grüße das Göttliche in dir. Spürst die Füße, die feste Verwurzelung und verlagerst das Gewicht auf den linken Fuß. Löst den rechten Fuß vom Boden, drehst das Bein nach außen, die Fußsohle am Knie anlegen, dann ist die Ferse über dem Knie und such dir einen festen Punkt, auf den du schauen kannst, das unterstützt beim Gleichgewicht. Darauf achten, dass das Becken nicht absinkt, dann merkt man schon, dann wird es wackeliger, gut aufgerichtet. Und wenn es wackelt, das macht gar nichts, dann nehmen wir das wahr, ohne zu bewerten. Und wieder nach vorne drehen, den Fuß absetzen, in die Füße spüren, die Verwurzelung wahrnehmen. Ein Baum ist fest verwurzelt und den Stürmen des Alltags trotzend. Das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, links vom Boden lösen, das Bein nach außen drehen, Fußsohle am Knie, dann ist die Ferse über dem Knie, das hat dann noch etwas mehr Halt. Schau auf einen festen Punkt. Auch wichtig, Atem fließen lassen, dazu ist es wichtig, dass der Unterkiefer ganz entspannt ist. Und wieder zurück. Und absetzen, die Füße spüren, die Verwurzelung wahrnehmen, einatmen. Und ausatmend auflösen, etwas weiter in die Grätsche, die Knie anbeugen, Schultern locker, Arme locker nach unten. Du lässt dich nach unten ziehen, die Knie sind angebeugt. Jetzt haben wir Anspannung gehabt, wieder Entspannung der Wechsel. Auch den Kopf ganz locker lassen, ne? Wir brauchen nichts mehr denken. Und langsam wieder aufrichten, wie eine Welle aufrichten. Zum Schluss den Kopf anheben. Also Yoga ist immer der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, so wie es auch im Alltag hilfreich sein kann, den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung zu haben. Häufig haben wir sehr viel Anspannung. Okay. Wir wiederholen noch einmal. Namaste. Das Gewicht auf den linken Fuß verlagern, das Bein lösen, nach außen drehen, Fußsohle am Knie, schau einen festen Punkt an. Wenn du jetzt magst, kannst du auch die Arme nach oben strecken, so wie es gut ist. Und wieder zurück, Namaste, den Fuß absetzen. Füße spüren, zwischenatmen, auf den rechten Fuß verlagern das Gewicht, links vom Boden lösen, nach außen drehen und nach oben strecken, wenn du magst. Und wieder zurück. Fuß absetzen, in die Füße spüren, einatmen und auflösen, ausatmen. Kurz die Beine ausschütteln. Und dann wieder Namaste. Nach oben strecken, wieder weit öffnen. Und wieder schließen, Namaste. In eine Vorbeuge, die Hände bis zum Boden, ein Bein nach hinten, das andere Bein nach hinten. Und noch einmal ins zusammengerollte Blatt zur Entspannung. Hände wieder vorne absetzen, aufrichten, neben die Füße setzen,
Beine nach vorne strecken. Etwas nach vorne zur Matte rutschen. Beide Hände an einem Knie verschränken. Nochmal absichern, ob genug Platz ist. Und in die Rückenlage abrollen. Die Beine nochmal auf den Bauch ziehen und schaukeln. Und die Füße absetzen. Arme ablegen, die Füße über die Außenseite ausgleiten lassen. Spür den Kontakt zum Boden. Genieße es, so da zu liegen. Mutter Erde trägt dich. Die Füße sind sanft nach außen geneigt. Beide Beine liegen locker und entspannt da. Gesäßmuskeln sind entspannt. Der untere Rücken schmiegt sich dem Boden an. Und der Rücken kann ganz breit und sicher und flächig aufliegen. Die Schultern sind locker. Beide Arme liegen entspannt da bis in die Fingerspitzen hinein. Der Bauchraum ist entspannt. Die Brustmuskulatur. Ich spüre auch den Halswirbelbereich. Entspannt, weil du das Gewicht deines Kopfes dem Boden überlässt. Der Kopf ruht in der Mitte. Und alle Gesichtsmuskeln sind entspannt. Der Atem fließt ganz in deinem Rhythmus, kommt und geht. Über den Atem bist du verbunden mit der unerschöpflichen Quelle von Kraft und Energie. Und einatmend bin ich mir meines Einatmens bewusst und ausatmend meines Ausatmens bewusst. Einatmen bin ich mir meines Körpers bewusst und ausatmend lasse ich alle Spannung aus meinem Körper los. Nimm deinen Geist wahr, ruhiger, stiller. Die Energien der Asanas, der Körperübung, durchströmen deinen Körper bis in jede Zelle. Heilsam. Genieße es, so da zu liegen, zu entspannen. Genieße diesen entspannten Zustand in Körper, Geist und Seele. Und auch wenn wir uns gleich aus dieser Entspannung lösen, die Ruhe bleibt. Und dann ist es Zeit, sich wieder zu bewegen. Alle inneren Bilder, die sich gezeigt haben, ziehen sich jetzt zurück. Und du atmest wieder tiefer durch. Und atmest noch einmal ganz tief durch. Beginnst dich zu strecken, zu recken, zu räkeln. Kommst wieder ganz hier an. Ziehst die Beine nochmal auf den Bauch und streckst die vielleicht sogar nach oben und die Arme nach oben und kräftig ausschütteln, dass du ganz hier wieder ankommst in deinem Alltag. Die Füße absetzen, über die Seite nach oben zum Sitzen kommen.
bequeme Sitzhaltung nehmen, die Beine ausstrecken. Und dann verabschiede ich mich mit einem Namaste. Ja, es folgt noch eine Metta-Meditation. Und die ist wissenschaftlich erwiesen, wenn wir diese Meditationsform üben, diese Metta-Meditation, dass wir von uns selbst mehr Wohlwollen, Sympathie und Mitgefühl entwickeln und somit auch für die anderen. Das sind Sätze, die ich in dem Fall sage und die kannst du dann für dich selbst dann wiederholen. Also die Metta-Meditation. Du suchst dir wieder einen Sitz, in dem du dich wohlfühlst. Das kann dieser Schneidersitz sein, das kann auch die Beine ausgestreckt, der Langsitz sein und das kann auch sein, dass du auf dem Stuhl sitzt. Dann ist es wichtig, dass die Fußsohlen auf dem Boden Kontakt haben, also nicht irgendwie die Füße zu verschränken. Ja. Und hier spüre dich nochmal ein in diesem Sitz. Gerne kannst du auch nochmal den unteren Rücken rund werden lassen und wieder aufrichten. Und nochmal rund werden und aufrichten und rund. Und dann in einer aufrechten Position zur Ruhe kommen. Die Schultern sind hinten unten. Das Kinn ist etwas zurückgenommen, sodass der Hinterkopf hier die Verlängerung der Wirbelsäule sein kann. Und wenn du magst, dann schließt du die Augen. Wenn sie geöffnet bleiben, schaust du auf einen festen Punkt, der nicht richtig ist. Und spüre deinen Atem, wie er kommt und geht. Der Unterkiefer ist ganz entspannt und die Zunge ist auch gelockert im Mundraum. Und die Zahnreihen sind locker aufeinander. Ja, häufig beißen wir hier die Zähne zusammen, ja, pressen die Lippen zusammen. Dann kann der Atem nicht frei fließen. Also locker lassen. Der Atem kommt und geht. Du denkst einatmen beim Einatmen und ausatmen beim Ausatmen. Das unterstützt dich, mit deinen Gedanken ganz hier zu sein. Dann richtest du deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzraum, dort wo dein organisches Herz ist. Das Herz, dort ist der Sitz unserer Seele. Es gibt auch die Redewendung, man ist eine Seele von Mensch. Verbinde dich mit deinem Herzraum. Und der erste Satz dieser Metta-Meditation heißt: Möge ich glücklich sein. Mit dem Möge ich haben wir alle Freiheit. Das ist wie ein Gebet. Möge ich glücklich sein. Lass es nachwirken, möge ich glücklich sein. Der zweite Satz, möge ich in Frieden leben. Also auch unter meinem eigenen Dach in Frieden leben, freundlich sein. Möge ich in Frieden leben. Der nächste Satz heißt, möge ich gesund sein, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Vielleicht sind Ängste da um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit der Angehörigen. Möge ich gesund sein.
nächste Satz. Möge ich unbeschwert und frei leben. Möge ich unbeschwert und frei leben. Du bist immer noch verbunden mit deinem Herzraum. Möge ich glücklich sein. Möge ich in Frieden leben. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert und frei leben. Wiederhole es auch für dich im Geiste. Möge ich glücklich sein. Möge ich in Frieden leben. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert und frei leben. Lass es nachwirken. Und dann atmest du wieder tiefer durch. Und vielleicht magst du diese Metta-Meditation in dein Leben einladen. Das mag dich unterstützen. Namaste.